Helene Fischer Show an Weihnachten 2018. Die große Show nach der Trennung. Die Helene Fischer Show. Helene Fischer singt Duett mit Schmuse Ross. Alles wie gehabt am ersten Weihnachtstag im ZDF. Und doch ist die sechste Ausgabe der Helene Fischer Show eine besondere. Kurz nach der Aufzeichnung der aufwendigen Musikrevue Anfang Dezember und kurz vor der geplanten Ausstrahlung im ZDF ließ die Gastgeberin den Boulevard beben. Nach 10 Jahren Rampenlichtbeziehung gaben Deutschlands Schlager-Superstar und der volkstümliche Unterhalter Florian Silbereisen ihre Trennung bekannt. Der neue Mann an Helenes Seite ist pikanterweise ein Mitglied ihres Tänzerensembles. Mancher Zuschauer im Zweiten dürfte nun also ganz genau den Bühnenhintergrund beobachten. Dass es wieder um die 5-6 Millionen sein werden, die das traditionelle Gesangs- und Artistikspektakel auf sich wirken lassen, steht ziemlich außer Zweifel. 5,9 Millionen Zuschauer waren es im vergangenen Jahr, bei einem erneut sehr starken Marktanteil von 19,3% beim Gesamtpublikum. Neben zu neuer Prominenz gelangten Background-Tänzern sind dieses Jahr wieder zahlreiche Hochkaräter aus dem Showbiz mit von der Partie. Viele Duette stehen auf der Agenda, etwa mit Eros Ramazzotti. Der Italo-Liebling wird mit Helene Fischer den Song Per il resto tutto bene aus seinem aktuellen Album Vitas ne im Duett zum Besten geben. Voll des Lobes über die in Krasnojarsk in Russland geborene Sängerin war der Italiener bereits, Helene Fischer ist eine starke Persönlichkeit und für dieses Duett genau die richtige. Neben Ramazzotti werden auch Despacito-Sänger Luis Fonsi, Ben Zucker und Kerstin Ott für Weihnachtsatmosphäre sorgen. Dazu gibt es in diesem Jahr sogar Hollywood-Glanz. Kiefer Sutherland ist nicht nur als Schauspieler. Sondern auch als Musiker erfolgreich. Ebenso stehen Maite Kelly, DSDS-Gewinner Luca Henny, Magia Farid und Paola Felix auf der Bühne. Nach langen Jahren musikalischer Abstinenz singt die 68-Jährige gemeinsam mit der Gastgeberin Helene Fischer ihren Evergreen Blue bei.